Meine Frage ist, jetzt, ja, ja. Also dieses Jahr ist ja ein bisschen schwierig für RBB-Leute, weil haufenweise Einsparungen und so weiter und so fort. Wie siehst denn du die Lage vom RBB? Also siehst du trotzdem noch hoffnungsvoll in die Zukunft? Gerade auch was den Blue Moon angeht, die Sendung, ja, diese heilige Sendung, die damals Helmut Lehnert ins Leben gerufen hat. Oder ja, muss man schon auch ein bisschen. Philipp, du kennst dich ja voll aus. Ja, ich hab mich wirklich journalistisch vorbereitet. Also. Wow. Oder siehst du auch ein bisschen sorgenvoll in die Zukunft? Wie ist denn das gerade bei euch bei Fritz? Also Philipp, da du ja zu Recht gerade schon darauf hingewiesen hast, dass ich vor 10 Jahren da schon was gemacht habe, ich kann diese Frage gar nicht beantworten, weil außer, dass ich hier ab und zu nachts bin, habe ich nicht mehr viel hier zu tun. Deswegen weiß ich das gar nicht, ehrlich gesagt, wie die Lage gerade ist. Okay. Also der einzige Ort, wo wir uns treffen, ist entweder hier Blue Moon oder bei Totze. Ne? Ständig Totze. Das ist einmal im Monat hier auf Fritz. Hast du noch andere Möglichkeiten, on air zu sein? Also gibt es für Chris Guse noch eine Zukunft im Radio sozusagen? Das klingt jetzt ein bisschen theatralisch, aber es ist ja, weißt du, Kommunikation, ja, diese ganzen Kommunikationswege, die dazu führen, dass du als Radiomacher auch deine Hörer an dich binden kannst. Instagram, Twitch, Signal, Twitter, überall kann man ja stattfinden, auf Facebook, also die alten. Und das ist ja so eine zentrale Frage. Was nutze ich für ein Medium oder für eine Plattform, um die Hörer bei mir zu haben, um für die Hörer da zu sein und um den Programmchef zu signalisieren, hier, ich bin noch was wert, setz mich nicht vor die Tür, so ungefähr. Ne? Also das ist ja, ich finde, das ist so eine zentrale Frage, weil Blue Moon ist im Prinzip der Anfang von allem. Von vor über 20 Jahren, wenn man das so sieht. Ne? Also du hast da jetzt mehrere Themen angesprochen. Das eine ist, glaube ich, den ersten Teil. Da musst du, glaube ich, mal die Programmmacher hier wirklich fragen. Da gibt es, soweit ich weiß, das kann Merlin mal rausnehmen. Ich glaube, es gibt einmal im Monat hier in Blue Moon, wo Tom und Karen irgendwie so ein bisschen seltener, aber es gibt es ab und zu, ne? Dass die Chefs hier, dass die so ein bisschen sich den Fragen stellen, das war ja so der erste Teil, was du meinst, ne? Ja. Welche Phone und Wörter. Und was war jetzt der zweite Teil der Frage? Entschuldigung, bitte. Wie deine berufliche Zukunft ist, weil du bist ja auch schon eine ganze... Ach so! Ja. Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, echt. Naja, aber gerade sind ja eine ganze Menge Fritz-Leute eben halt dabei, sich zu verabschieden, also Stichwort Nightflight. Ja. Oh Gott, ich klinge wie so ein Journalist, aber es interessiert mich einfach so sehr. Ja. Das habe ich auch nur am Rande mitbekommen. Irgendwie hört der Nightflight auf, ne? Genau. Und das ist ja... Das ist schade. Passt so gut in dein Thema, was du heute bringst, weil die Radiosender haben nicht mehr das Geld, um ihre eigenen Sender, also ihre eigenen Sendungen gut zu bewerben. Viele Radiomacher werden da selber aktiv und binden selber die Hörer an sich. Jörg Wagner, der das macht, ganz viel über YouTube, hochinteressante Filme bringt. Der macht das übrigens alles in seiner Freizeit, habe ich mir auch erfragt. Ganz viele Fritz-Leute, die ganz viel bei Instagram machen, da interaktiv vorbereiten. Also der René Treder, euer Psychologe, der da bei euch auch beim Blue Moon ganz viel dabei ist. Und ich finde das toller total Typ, ja, den kenn ich. Ja. Ich finde das so interessant, weil es passt in dein Thema, ne? Es gehört mit dazu, welchen Kanal benutze ich, um Leute zu erreichen. Und beruflich wie auch privat. Ne? Privat kann es mal WhatsApp sein. Beruflich sollte es vielleicht was Verschlüsseltes sein wie Slack. Das ist so eine Messenger, der aber halt verschlüsselt sendet. Das benutzen wir. Ja, auch eher so beruflich, ne? Genau. Wir benutzen den auch in der Firma, so der wird eher beruflich benutzt. Das ist auch, kann ich nur empfehlen übrigens. Ich finde es voll gut, Slack zu benutzen, parallel zu so WhatsApp und Signalen, was man da noch alles hat, weil dann weiß man, wenn der rote Punkt bei Slack ist, oh, Arbeit. Ja, alles klar. Und was ich mir noch als Hörer wünschen würde, also gerade durch die Corona-Pandemie gibt es ganz, ganz viele Leute, die sich Podcast-Equipment gekauft haben. Und ihr habt diese ARD MuPro-App, da muss es doch auch mal irgendwann die Zukunft eine Möglichkeit geben, also das irgendwie einen Gastzugang benutzen zu können, weil das wirklich deutschlandweit machen das die Podcaster, um sich eben halt nicht gegenseitig anzustecken und das in einer erstaunlich guten Audioqualität. Und gerade wenn ich jetzt sehe, ich habe neulich mal wieder auf diese Studiocam heute geguckt bei euch. Mhm. Das ist die gleiche Studiocam anscheinend wie vor 16 Jahren. Also das Bild sieht genauso aus.
Wie als mein Holger Klein noch mit ein bisschen mehr Haaren da auf dem Stuhl gesessen hat. Und da habe ich nicht schlecht geguckt, so. Ja, Geld hin, Geld her, aber da kann man noch ein bisschen was machen. Also man kann so viel machen und beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk passiert so wenig. Das macht mich so wahnsinnig. Ja. Deswegen wollte ich das du, mal mit anbringen. So gerne. Ja, ja. Also ich glaube, dass das Gefühl, was du dort äußerst, das haben sehr viele Leute. Ja. Und ich glaube, dass sich da ja auch gerade sehr viel bewegt. Also ich bin jetzt immer, ich weiß, du hast jetzt nicht so gefragt, wie ich das vom RBB-Seite und so weiter sehe, aber ja, wie soll ich das denn jetzt sagen? Ich bin ja jetzt auch nicht der RBB. Am besten so, dass du keinen Ärger bekommst. Nee, das ist mir egal, hier gibt's keinen Ärger, sind alle cool. Man kann hier sagen, was man will, aber ich meine nur so, ich möchte das insofern diplomatisch ausdrücken, weil natürlich sowas wie ein klassischer Radiosender ist ein viel größerer Apparat. Jeder, der Verwandte hat, die in einer großen Firma arbeiten soll, der weiß, da mahlen die Mühlen langsamer. Das ist einfach überall, wenn mehrere Menschen zusammenarbeiten, dann mahlen die Mühlen langsamer. Ich kann dir sagen, dass hier in diesem Studio seit gefühlt einem Jahr, glaube ich, stehen so 4K-Kameras, die eigentlich dafür da sind, dass hier Livestreaming passiert. Aus Gründen, die wir wahrscheinlich alle nicht kennen, sind die noch nicht in Betrieb. Deswegen gibt's hier immer Twitch mit meinem MacBook-Laptop. Alles klar, okay. Aber eines Tages, ja. Ich will damit nur sagen, es ist Licht am Ende des Tunnels. Eines Tages wird hier irgendwas mit Kameras auch passieren. Nur Merlin, hast du was gehört mal wieder von dieser Dauer? das ist glaube ich, so eine Art Flughafengeschichte hier mit den Kameras. Und aber gibt Philipp, es für dich, hast du denn für dich auch schon was aufgebaut, dass du als Radiomoderator ein bisschen, also dass man generell als Radiomoderator ein bisschen entspannter sein kann, damit man nicht so sehr darauf angewiesen ist, gebucht zu werden als freier Mitarbeiter? Also ich möchte mal ein Beispiel nennen. Es gab einen Radiomoderator bei Fritz, ich habe seinen Namen leider vergessen, der hat sich nebenbei zwei Eisdielen aufgebaut. Ich habe keine Ahnung, was aus dem geworden ist, aber ich glaube, das lief nicht so schlecht. Ja, ey, du, ich habe mich auch selber nie, du fragst jetzt so, als wäre ich vollberuflicher Radiomoderator. Also bin ich eigentlich auch gar nicht. Also, ah, hat denn der Guse noch einen Podcast? Ich habe mich noch nie so wirklich als Vollblut, deswegen kann ich die Fragen gar nicht so richtig beantworten. Was ich sagen wollte, Philipp, was das Geile ist und ich glaube, dann verstehst du schnell, was ich damit meine, ist, wir leben ja in einer Welt, wo man so viel Sachen machen kann. Ich mache ja auch viel so, weißt du, so Video-Livestreaming und sowas alles. Ich finde das total geil, dass man sowas wie ein Riesenapparat gar nicht mehr so unbedingt braucht. Das heißt nicht, dass ich sowas wie den RBB schlecht finde. Ich finde es nur total geil, dass wir in einer Zeit leben, wo man eben mit all den Medien, die man hat, genau das, was du sagst. Man holt sich so einen geilen Roadcaster, man spielt Jingles ab, man holt sich zwei Leute dazu und man macht sowas wie ein Blue Moon. Super. Finde ich so geil. Da muss man, wenn du dir vorstellst, das, was du mit deinem Roadcaster da machen könntest, wenn du das beim RBB machen würdest, dann könnte das sein, dass das 12 Jahre dauert und am Ende irgendjemand sagt, oh, ja, jetzt wissen wir doch nicht, ob wir das jetzt genau machen sollen oder so. Ja. Und ja, das finde ich total gut. Deswegen ist die Frage irgendwie nach beruflich und Perspektive als Radiomoderator, das ist gar keine Frage, die es gibt, glaube ich. Also kann ich jedenfalls nicht beantworten, weil ich irgendwie denke, ich habe mich damit noch nie auseinandergesetzt. Das heißt, also Radio ist nicht mehr etwas, was man hauptberuflich sieht, so wie das die alten Hasen gemacht haben, sondern es ist ein Benefit zu den anderen Beinchen, die man hat. So sollte man das sehen. Ja, ich denke, ach Gott, ich bin so ein schlechter Gesprächspartner und so, aber ich denke sowieso nicht so. Ich habe noch nie so gedacht, was jetzt meine Standbeine sind oder so. Ich mache einfach immer das ist ein großes Glück, was wir in der westlichen Welt haben, was Spaß macht. Und wenn morgen der Blue Moon dann abgeschafft wird oder ich hier nicht mehr moderiere, ist das nicht schlimm. Dann denke ich, dann kommt jemand anders und das ist auch geil. Also, boah, das ist jetzt so. Das finde ich toll, selbstlos. Okay, faszinierend. Denke ich drüber nach. Naja, weil, jetzt holen wir ganz aus, aber das ist ja der Blumen auch da, ne? Ich jeden Tag, gerade wieder seit Corona ist, sitze ich zu Hause und denke, Alter, ich habe eine Heizung. Ich habe Wasser. Ich kann immer noch jeden Tag in den Supermarkt gehen. Ich kann mir alles kaufen, was da im Supermarkt ist und es ist immer alles da. Alles andere ist mir wirklich Wumpe und das mache ich, weil es Spaß macht so, weil ich das total liebe, hier im Blue Moon mit euch zusammen über all die Möglichkeiten zu diskutieren und zu reden und so. Aber wenn das jetzt morgen anders ist, ist es halt anders. Nicht schlimm. Also so. Okay. Wenn du zum Beispiel hier nächste Woche sitzt, Philipp, dann würde ich zuhören und würde anrufen und sagen, wie geil, Philipp, dass du da bist. Lass mal quatschen.